Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute gibt es endlich mal wieder eine Folge von der 5 Minuten Raw Challenge. Ich habe in letzter Zeit öfter mal die Frage von euch bekommen, wann denn endlich mal wieder eine Folge kommt. Und heute ist es soweit. Ihr könnt mir aber gerne neue Raw-Bilder zuschicken, denn so viele habe ich gar nicht mehr, die ich bearbeiten muss. Von daher schickt mir eure Raw-Dateien zu, wo ihr denkt, das könnte mal gut in so eine 5 Minuten Raw Challenge reinpassen. Bitte aber dran denken, das sollen schon einigermaßen gute Bilder sein. Also jetzt keine unscharfen Bilder schicken oder irgendwie sowas und sagen, kannst du das noch retten? Das kann ich auch nicht retten. Ja, also die Bilder sollten schon einen gewissen Anspruch haben und dann schickt mir sie einfach zu. Unten in der Videobeschreibung steht, wie es funktioniert. Einfach eine E-Mail, am besten über WeTransfer schicken und dann seid ihr mit am Start. Ich habe heute wieder zwei Bilder vorbereitet, die habe ich mir gerade eben rausgesucht und die werden wir jetzt einfach mal bearbeiten. 5 Minuten Raw Challenge bedeutet, ich habe pro Bild genau 5 Minuten Zeit. Natürlich, wenn man bearbeitet, sollte man sich durchaus länger Zeit nehmen dafür, aber das ist jetzt hier so eine kleine Challenge. Soll so ein bisschen Entertainment-Faktor auch mit dabei sein, also nehmt das Ganze nicht zu ernst und denkt dann, nach 5 Minuten muss das Bild fertig sein und das ist dann zu 100% so. Sondern das Ganze, wie gesagt, ein kleines bisschen dient das auch zur Unterhaltung. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. So, schauen wir uns das erste Bild mal hier an. Das ist mal was ganz anderes, was ich normalerweise überhaupt nicht bearbeite. Ja, so ein bisschen Autofotografie. Schön cleaner Hintergrund, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Ich für meinen Teil finde es viel zu hell, das Bild. Aber das ist jetzt eine Sache, da habe ich genau 5 Minuten Zeit und die Uhr startet jetzt. Also wie gesagt, ich finde das Bild ein bisschen zu dunkel. Deswegen gehe ich als erstes mal in die Grundeinstellung rein. Würde jetzt die Belichtung mal ein bisschen runterziehen hier. Lichter ziehe ich stark runter. Ich würde auch die Weißwerte noch ein bisschen weiter runtersetzen. Ja, die Tiefen kann man ein bisschen aufhellen. Das Schwarz kann ich auch ein bisschen aufhellen. Ja, ich nehme jetzt hier erstmal so ein bisschen Kontrast raus quasi. Den kann ich jetzt aber natürlich mit dem Kontrastregler wieder reinbauen. Mache ich auch relativ stark. Aber so einen kleinen Faded-Look, das gefällt mir, glaube ich, hier an dieser Stelle schon mal ganz gut. So, die Belichtung stelle ich mal noch ein bisschen weiter runter. Insgesamt würde ich sagen, ein bisschen Klarheit kann rein. Wie gesagt, ich fotografiere normalerweise keine Autos. Ich bearbeite normalerweise auch keine Autobilder. Von daher, wenn jetzt hier welche mit dabei sind, die regelmäßig Autobilder bearbeiten, dann nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Hier würde ich auch theoretisch dann natürlich noch in Photoshop reingehen, wenn ich es dürfte und so ein bisschen an den Spiegelungen hier arbeiten. Hier zum Beispiel im Hintergrund sieht man noch ein weiteres Auto. Sowas, ja, müsste man auch schon beim Fotografieren so ein bisschen darauf achten, denke ich mal. Die Sättigung nehme ich ein kleines bisschen raus. So, und das gefällt mir jetzt so an sich schon mal ganz gut. Gehen wir mal noch in die Gradationskurve rein. Ich möchte diesen Faded Look hier noch so ein bisschen weiter mit reinbringen, deswegen hier so ein kleines bisschen die Schwarztöne aufhellen, die Weißtöne ein bisschen abdunkeln und dann so ein bisschen hier nochmal Kontrast reinbringen. Genau, das sieht doch schon mal ganz gut soweit aus. So, jetzt kümmern wir uns als nächstes mal so ein bisschen um die Farben und hier denke ich mal, dass wir erstmal alle Farben noch so ein kleines bisschen abdunkeln können. Das Gelb hier finde ich ein bisschen krass, vielleicht stellen wir das Gelb ein bisschen weiter Richtung Orange. Ja, so ein kleines bisschen. Finde ich, sieht ganz cool aus. Und auch das Grün hier, können wir mal gucken, ob man das noch so ein bisschen bearbeiten kann. Da müssen wir wahrscheinlich eher ins Aquamarin hier reingehen. Genau. Ja, ich finde es cool, wenn man das vielleicht noch so ein kleines bisschen weiter Richtung Blau zieht. Hat irgendwie was. Genau, schauen wir mal weiter hier. Die Sättigung können wir insgesamt überall, glaube ich, noch ein Stück weit rausdrehen. Gibt dem Ganzen auch nochmal so einen coolen Punchy Look. Ja, das Gelb nehmen wir mal nicht raus hier. Ich würde aber die Luminanz hier noch ein bisschen weiter runterstellen, auch von den Gelbtönen, dass wir das hier noch so ein bisschen betonter haben. Das gefällt mir gut. Und auch insgesamt hier das Aquamarin und so weiter. Ja, hier, genau. Da das Auto, das möchte ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen dunkler haben. Deswegen hier das Aquamarin, das Grün und so weiter, da können wir überall die Luminanz hier noch so ein bisschen runterdrehen. Perfekt. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Gehen wir als nächstes mal ins Color Grading rein. Und hier würde ich die Schatten mal noch ein bisschen einfärben, ein bisschen Richtung Blau. Und ja, die hellen Bildbereiche so ein kleines bisschen, vielleicht so ins Grünliche. Aber wie gesagt, nur so ein kleines bisschen.
darf nicht zu viel sein. Jetzt würde ich mal als nächstes hier den Vordergrund auf jeden Fall noch ein bisschen bearbeiten. Den will ich auf jeden Fall noch ein bisschen dunkler machen. Mit gedrückter Optionstaste oder Alt-Taste setze ich das Ganze hier erstmal wieder zurück. Ich will jetzt hier die Belichtung mal noch ein bisschen runterdrehen. Kontrast kann ein bisschen rein und dann auf jeden Fall, was ich reinbringen möchte, ist Klarheit und Struktur. Ich möchte diesen Boden hier im Vordergrund mal noch so ein bisschen betonen. Das gefällt mir gut. Vielleicht noch ein kleines bisschen Dunst entfernen, aber nicht zu viel. So, dann gehe ich mal hier auf Neu, denn ich möchte auf jeden Fall von hier oben auch noch einen reinbringen. Der kann auch erstmal zurückgesetzt werden. Dann von der Belichtung hier ein kleines bisschen weiter runter. Ein bisschen mehr Kontrast rein. Ja, perfekt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt würde ich mir als nächstes hier einen Pinsel nehmen und jetzt nur noch mal auf dem Auto arbeiten. Das Auto sollte noch ein bisschen mehr Kontrast, ein bisschen mehr Klarheit und ein bisschen mehr Dunst entfernen bekommen. Wichtig ist jetzt hier automatisch Maskieren anmachen. Und jetzt male ich hier wirklich nur über das Auto nochmal drüber. Und durch das automatisch Maskieren sollte ich auch wirklich nur auf dem Auto bleiben. Perfekt. Sehr schön. Klicken wir hier mal auf Fertig. Dann sieht man jetzt hier, dass die Linien noch nicht ganz gerade sind. Deswegen gehe ich als nächstes mal hier rein ins Transformieren-Tool. Stell das Ganze mal auf Auto. Damit wird das Ganze noch ein bisschen begradigt und die Objektivkorrekturen müssen noch rein oder die Profilkorrekturen hier an dieser Stelle, damit diese Linien hier auch wirklich gerade werden. So, jetzt ist das Ganze wesentlich heller geworden. Das ist natürlich auch nicht gut, deswegen gehen wir jetzt hier nochmal in den Grundeinstellungen rein. Machen das Ganze jetzt hier wieder wesentlich dunkler. Ja, ich mag das, wenn es eher so ein bisschen dunkler ist. Vielleicht könnte man jetzt hier, wenn wir jetzt schon einmal über das Auto drüber gemalt haben, an dieser Stelle hier das Auto ein bisschen von der Belichtung wieder nach oben drehen, dass sich das Auto ein bisschen mehr von dem Hintergrund noch absetzt. Kann fast eine ganze Blendenstufe sein. Na, ist fast ein bisschen viel. So, jetzt sind die 5 Minuten auch um. Das heißt, jetzt müsste ich aufhören. Ich würde jetzt hier an letzter Stelle vielleicht noch mal ein bisschen das oben noch ein bisschen abdunkeln. Vielleicht sogar den Bildausschnitt auf ein 4:5 Format setzen, weil oben, finde ich, ist ein bisschen viel. Also ich möchte auf jeden Fall das hier, diese Kante hier oben drin behalten. Aber ich finde, ansonsten ist oben so ein bisschen, ja, viel toter Raum, den man nicht unbedingt braucht. Ja, ich glaube, hier von dem Bildausschnitt ist es besser, wenn wir das so haben. Ja, so gefällt es mir doch schon mal ganz gut. Vorher, nachher. Ja, alles ein bisschen dunkler und düsterer gemacht. Das wäre jetzt so meine Interpretation innerhalb von 5 Minuten. Dann haben wir hier noch ein zweites Bild. Ich glaube, das ist die Moselschleife, wenn mich nicht alles täuscht, halt im Nebel. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Könnt ihr ja mal selber in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wo das ist. Ich werde als erstes jetzt mal wieder die Uhr stellen und los geht's. Und dann würde ich mal anfangen, auf jeden Fall die Tiefen ein bisschen aufzuhellen, Licht ein kleines bisschen noch abzudunkeln. Jetzt müssen wir hier mal so ein bisschen hin und her spielen. Ich bin mal gespannt. Wenn wir jetzt hier die Weißtöne, die würde ich vielleicht sogar noch ein kleines bisschen runterstellen. Die Schwarztöne auch ein kleines bisschen weiter runter. Oder machen wir die sogar ein bisschen heller? Ja, vielleicht mache ich mal sie sogar ein bisschen heller. Ein bisschen Kontrast können wir hier mit reingeben. Oder wisst ihr was? Wir machen das Ganze ein bisschen ins Negative vom Kontrast her. Das kommt eigentlich ganz gut sogar. Ich glaube auch, wenn wir hier ein bisschen Dunst entfernen noch rausnehmen, also ein bisschen Dunst quasi hinzufügen, sieht das Ganze auch richtig cool aus. Schaut mal, wir haben ja sowieso hier einen sehr starken Nebel. Wir stehen zwar über dem Nebel, aber trotzdem finde ich es ganz cool, in dem Fall hier noch so ein bisschen Dunst quasi hinzuzufügen. Von der Tonung her können wir vielleicht ein bisschen weiter noch Richtung Magenta gehen, denn ja, Sonnenaufgang, da sollte das Ganze ruhig ein bisschen in wärmeren Tönen gehalten sein. Finde ich gut. Ein kleines bisschen Klarheit können wir hier mit dazugeben. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal rein und ziehen hier einen kleinen Verlaufsfilter mal auf. Den werde ich jetzt erstmal mit gedrückter Alt- bzw. Optionstaste hier wieder zurücksetzen. Da können wir die Belichtung ein kleines bisschen runterdrehen, vielleicht ein bisschen Temperatur ins Bläuliche ziehen. Ja, und ein bisschen Kontrast können wir auch mit dazugeben, aber nicht zu viel. Das Bläuliche vielleicht noch ein bisschen mehr rein. Ja, sehr schön. Und genauso können wir jetzt hier unten mal mit einem Pinsel langmalen. Auch hier mit gedrückter Options- oder Alt-Taste erstmal wieder zurücksetzen. Was ich hier unten möchte, ist, dass ich auf jeden Fall, ja, hier könnte man ein bisschen Kontrast wieder mit reinbringen und ein bisschen Klarheit vor allem auch und vielleicht auch noch so ein kleines bisschen Belichtung.
Das Ganze ist wieder auf automatisch maskieren eingestellt. Bedeutet, ich kann jetzt hier nicht großartig in den Nebel reinmalen, was ich ja auch nicht möchte. Ich möchte hier wirklich den Vordergrund noch so ein bisschen aufhellen. Und vielleicht können wir hier sogar noch so ein bisschen Farbtemperatur mit dazugeben. Wenn wir das hier ein bisschen mehr ins Wärmere noch ziehen, so als die Sonne trifft ja hier quasi schon so ein bisschen drauf, dann kann man das Ganze hier noch ein bisschen wärmer machen. Das gefällt mir auch gut. Perfekt. So, die Hälfte der Zeit ist schon wieder um. Ah, die Zeit rennt. Dann gehen wir mal als nächstes rein in die HSL-Tabelle und werden jetzt hier mal noch so ein bisschen an den Farbwerten spielen. Ich möchte das Gelb noch so ein bisschen weiter Richtung Orange bringen. Rottöne auch ein bisschen weiter Richtung Orange. Und dann können wir mal gucken hier von den Sättigungen her, beziehungsweise von der Luminanz erstmal, das Ganze noch ein bisschen dunkler machen. Perfekt. Ja, viel mehr würde ich hier gar nicht an den Farben ändern. Ein bisschen ins Color Grading können wir noch gehen. Und da würde ich sagen, können wir die Schatten ruhig mal so ein bisschen hier noch wärmer gestalten und dafür die Lichter aber vielleicht ein bisschen kühler. Ja, das ist jetzt hier mal so ein bisschen entgegengesetzt bearbeitet wie normalerweise. Normalerweise sagt man ja mal, Schatten können ruhig ein bisschen kühler sein, Lichter ein bisschen wärmer dafür. Ich würde das jetzt hier mal gegensätzlich bearbeiten und ich finde, ja doch, ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Vielleicht ist es hier auch ein bisschen zu hell geworden jetzt im Vordergrund. Könnte man jetzt hier nochmal ein bisschen bearbeiten, den Pinsel hier nochmal aktivieren und vielleicht die Belichtung wieder so ein bisschen rausnehmen, dass es einfach nicht zu viel wird. Ja, so gefällt es mir deutlich besser. So, in die Effekte gehe ich noch rein, werde jetzt hier noch so eine kleine Vignette drumherum bauen. Minus 10 sollte komplett ausreichen. Hier haben wir noch so einen kleinen Sensorfleck, den entferne ich noch. Ja, den Pinsel dafür entsprechend auch nur so groß einstellen, wie er sein muss. Zack. Und dann einmal auf Fertig klicken. Jetzt können wir mal noch in die Kalibrierung hier reingehen und mal gucken, wenn wir hier das Blau noch so ein kleines bisschen weiter nach links ziehen, machen wir das Ganze so ein bisschen rötlicher hier oben. Das gefällt mir ganz gut. Und das Rot, die Primärwerte Rot, können wir hier noch so ein bisschen weiter nach rechts ziehen. So, die Schatten von der Tonung her, die würde ich auch so ein bisschen ins Magenta ziehen. Damit machen wir das auch nochmal so ein bisschen wärmer, das Ganze. Übrigens diese Vorher-Nachher-Ansicht mit Shift und V. Damit könnt ihr mal auf ein Vorher-Nachher gehen. So, die Belichtung insgesamt drehe ich doch nochmal ein kleines Stück höher. Ja, ich finde, glaube ich, ein bisschen heller könnte es sein. Das gefällt mir ganz gut und ich würde gerne den Nebel hier noch so ein bisschen bearbeiten. Den finde ich ein bisschen zu dunkel, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich jetzt hier mit dem Pinsel nochmal reingehen. Erst wieder komplett zurücksetzen. Und dann gebe ich hier mal ein bisschen Belichtung rein und ein bisschen die Weißwerte nach oben. So, und dann male ich jetzt hier mal mit dem Pinsel drüber. Okay, das ist jetzt viel zu doll. Das ist auch ganz klar, aber ich male erstmal zu Ende und dann können wir jetzt den Pinsel wieder zurückstellen. So, aber dann sieht man wenigstens auch ganz gut, wo man gemalt hat und wo nicht. Sehr gut. Hier geht es noch so ein bisschen rein. Jupp, perfekt. So, und jetzt können wir hier das jederzeit wieder zurückstellen. Sehr gut. So, ja, aber so ein bisschen mehr Helligkeit noch reinbringen. Die 5 Minuten sind jetzt auch um. Das wäre jetzt also hier das Vorherbild. Da sind wir hergekommen. Das ist das Nachherbild. Ja, mir persönlich gefällt es gut. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie es euch gefällt. Ja, vielleicht ist es ein bisschen zu hell hier unten geworden. Also man könnte jetzt das Ganze, wenn ich jetzt hier noch den Pinsel nochmal nehme und hier tatsächlich die Belichtung komplett rausnehme. Ja, ich glaube, dann gefällt es mir besser. So, klicken wir nochmal auf Fertig. Vorher, nachher. Das waren jetzt wieder 2 Bilder von euch bearbeitet. Vielen, vielen Dank an die Leute, die schon ihre Bilder eingesendet haben. Wie gesagt, wenn ihr neu mit dabei seid oder auch wieder merkt, so ihr habt ein paar neue Bilder gemacht, sendet die gerne ein. Ich würde gerne wieder öfter solche Folgen machen und ich hoffe, dass ihr da weiterhin mit am Start seid. Ansonsten, wenn ihr Lightroom lernen wollt, dazu gibt es 2 brandneue Online-Trainings von mir, die ihr in meinem Online-Store kaufen könnt. Einmal für Anfänger, einmal für Fortgeschrittene, wo es dann wirklich um richtig coole Techniken geht, die man in Lightroom vielleicht noch gar nicht kennt, auch wenn man schon länger damit arbeitet. Da kannst du einfach mal vorbeischauen auf stefanschäfer.de. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Und bald geht mein Camper-Van-Ausbau los. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Also, wir sehen uns bald wieder. Ciao.